weg, rumkommen, Ball zurück und die nächste Gruppe. Hopp. Das war's gut. So, okay, da wechseln wir die Position. Jakob rüber und Felix rüber. Nächste Aufgabe. Kreuzen ohne auf dieser Seite spielen. Kreuzen ohne spielen. Der Ball wird reingespielt von Rückraum rechts. Dann spielst du den Ball einmal ganz rüber und dann wird gestoßen, bis er wieder da ist. Wir ergänzen es jetzt durch eine Stoßbewegung. Und los. Hopp, hopp, rumkommen. Ball nach Rückraum links. Stoßen. Tempo, Tempo, Tempo. Nächste Gruppe. Janik, Ball jetzt fangen. Und los. Hopp. Schneller das Ganze. Ball weg. Druck machen. Hopp. Rückpass. Abbruch. Tempo hier rüber. Und die nächste Gruppe. Komm, komm, komm. Hopp, hopp. Rumkommen. Abbruch. Gegenziehen. Deutlich hier rüber. In die Naht stellen. Scheiße, Jungs. Hopp, Ball weg, zieh hier rein, in die Nahtstelle, hopp, Rückpass, Abbruch, gut so, hopp, hopp, und weiter geht's, komm. Ball weg, hier rumziehen, stopp, rückwärts, durch, zurück, 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 zurück. Und, jo, muss deine langen Beine ein bisschen in Gang kriegen, hopp. Oh. Ach so, liegt an der Badehose, wenn ich schwimmen kann, ja. Im Spiel hat's ihn auch gefangen, hopp. Hopp, hopp, und nächste Gruppe, komm, Monty. Und hier rein, hopp. Deutlich in die Nahtstellen gehen, nicht nur vor der Abwehr bewegen. Hopp, rumkommen. Vorwärts, vorwärts, hopp, rückwärts bewegen. Gut so. Schluri, du läufst zu weit parallel, du musst hier vorne hin. Fußspitzen zeigen zum Tor. Hopp, gut so. Gegenziehen und nach vorne gehen. Gleiche Aufgabe, ich krieg den Ball von der Seite. Ball weg. Kreuzen ohne, du kommst rum. Allerdings jetzt Aufgabenänderung. Du schwingst zurück. Du kriegst den Ball reingespielt. Jetzt wird's koordinativ ein bisschen anspruchsvoller. Du brichst ab, ziehst gegen, spielst einen Parallelstoß. Ganz wichtig, der Ball muss genau so nicht gespielt werden, sondern rückwärts. Ja, du brichst hier in die Nahtstelle und spielst diagonal rückwärts dahin, dass der durchrauschen kann. Dann schwingst du zurück, hier rüber, kriegst den Ball und schießt auf der Seite kurz. Kurz, kurz. Beide kurz. Alles klärchen? Deutlich hier rein, hopp. Gut gemacht, hopp, komm. Hopp. Hopp, Gegenbewegung, sehr gut. Schuss, ein Schritt. Auch auf Rückraum Mitte, hier in die Nahtstelle. Ballannahme. Nochmal. Hier rein, Abbruch, Nahtstelle. Komm und wieder stopp, ein Schritt und hoch. Da rein, gut gemacht. Bisschen mehr laufen, vorwärts, rückwärts. Nahtstelle, hopp, rückwärts. Und ein Schritt, hopp. Rückwärts und komm, ein Schritt und Schuss. Ja, nur andere Seite. Freies Schießen! Aber außerhalb 9 Meter.
rein. Gut, hopp, gut. Und komm. Zwei Erweiterungen im Bereich der Technik. Erstens, Marcel lupft euch den Ball jetzt an, dass ihr den bitte im, wenn ihr zieht, über Rückraummitte, der Ball wird angelupft und ihr springt bitte ab, fangt ihn in der Luft und schießt. Dazu dürft ihr flach freischießen, weil das ein bisschen koordinativ anspruchsvoller ist. Da ist der Wurf flach am einfachsten. Also flach frei. Diese Jungs auf dieser Seite machen bitte, gehen hoch, machen eine Sprungwurffinte, tippen und schießen dann. Schussbild frei. Okay, und los. So, das heißt, deutlich weiter zurück und mehr warten. Hopp. Rückraum links muss weiter zurück, sonst schafft ihr das mit den Schritten nicht und kommt zu nah ans Tor. Wir werden jetzt das, was wir eben als Komplexübung gemacht haben, werden wir jetzt als Torschusstraining einfach weiterführen und das ein bisschen ausbauen. Ganz einfache Aufgabe, wir haben wieder zwei Bälle in der Ausspielung. Erster Ball zu mir von Rückraum links. Du spielst deinen Ball weg, wir kreuzen hier ohne. Du ziehst unten rum, du ziehst oben rum, du schießt gerade oben, möglichst nur mit einem Schrittkontakt, wenn Bob hier ein bisschen, komm mal ein bisschen weiter vorne, spielst den Ball rein, einfach nur einen Schrittkontakt kurz oben von ihm. Du schwingst, Rückraum Mitte schwingt auf Rückraum links, zurück, läufst gerade an und schießt natürlich auch kurz oben. Einfaches Prinzip. Kurz hoch und los. Hopp. So, auf geht's jetzt, Jungs. Hopp! Hey, ihr müsst mich schon mal angucken. Ne? Ich muss aber ein bisschen gucken, was hier passiert. Hopp und los. Ein Schritt, hopp! Fällt es zu schnell? Aufgabe wird jetzt sein, bevor wir das nachher im Torschuss machen, die Grundbewegung der Passlauftäuschung und die Absprache untereinander in der Zweiergruppe hinzubekommen. Ihr steht Pfostenbreite am 7 Meter, 6 Meter Blickrichtung dort runter. Die Bälle sind auf einer Seite. Nehmen wir die linke Seite. Tizian sucht sich mal einen Partner, das ist Tillmann, ihr bleibt vorne. Also, Aufgabe, Laufrichtung darunter. Immer der den Ball hat, macht die Passtäuschung. Wer ohne Ball macht die Lauftäuschung. Kommando ist immer tippen als methodische Hilfe. Das lassen wir später im Spiel weg. Das heißt, wenn du den Ball tippst, ihr guckt euch an, ist das für dich das Zeichen, jetzt mache ich nach rechts die Lauftäuschung. Und dann kommt der Durchbruch nach links. Zeitgleich machst du eine Passtäuschung. Ja? Probieren wir mal aus. Okay, und hopp, hopp. Okay, und jetzt ist es gut. Jetzt wieder langsam und der nächste. Und hopp. Hopp, hopp, rein. Genau. Und jetzt die nächste Gruppe. Genau. Hopp, rein. Sehr gut. Wichtig, immer zeitgleich. Schaut euch an, achtet auf euren Mitspieler. So ist gut. Genau. Die letzten beiden waren ein wenig unsauber, achtet immer auf eine exakte zeitliche Gleichheit. Sonst ist das Blödsinn, bringt nichts. Zweitens, immer mit der partnernahen Hand. Partnernahe Hand heißt jetzt für dich, welche? Left. Alles klar. Auf geht's, nochmal. Und hopp. Und zack, rein. Genau. Und dann wird das Tempo erhöht. Und nicht zeitgleich. Und nochmal. So ist gut. Hopp. Gut, Tillmann. Zieht sich an gut. Ja, Torwart und Torwart. Okay. Das war gut, deutlich, bis auf die Torwartgruppe, alles in Ordnung. Achtet bitte drauf, dass eine Täuschung besteht immer aus zwei Teilen.
Der erste Teil der Täuschung oder der Finte, die ist immer langsam. Denn ihr müsst euren Gegenspieler ja erstmal in eine Richtung rüber bewegen. Wenn ihr den ersten Teil zu schnell macht, reagiert er ja gar nicht. Also die Bewegung nach links, ohne Ball oder vom Ball weg, die ist relativ langsam. Danach arbeitet ihr explosiv zum Mann hin. Denn der Abwehrspieler geht ja mit und dann wollt ihr ihn überlaufen. Also deutlich jetzt darauf achten, zeitgleich arbeiten und eine Veränderung des Tempo. Und los. Und jetzt geht's los. Hopp, sehr gut. Sehr gut, Ruben. Hopp, gut. Das ist auch mal lang an. Okay, sehr gut. Das war allen gut. Eine Sache jetzt noch zur Korrektur. Ihr achtet bitte sauber drauf, dass die Bewegung des Armes, gib mal her. Also, wenn du jetzt mein Gegenspieler bist und ich mache so, das checkt er ja gar nicht. Der muss ja drauf reinfallen, der muss ja blöd sein. Ja, und wenn ich irgendwie so mache, glaubt er es nicht. Also ich gehe hin und mache lange Bewegung, dass er mitgehen kann und dann kommt die Gegenbewegung. Also, lasst euch in der Passtäuschung Zeit. Allerdings verschweren wir jetzt, sonst wird es langweilig. Ihr macht Passtäuschung, Lauftäuschung zeitgleich. Und dann gehen wir ins Kreuzen. Alles klar? Mach's mal. Und los. Und hopp, hopp. Und rumgehen. Genau. Und nochmal. Und hopp, hopp. Genau. Und rumkommen. Alles klar. Hopp, hopp. Genau. Ja, das ist jetzt die Gegenbewegung wieder, ne? Wir haben erst die Lauftäuschung in eine Richtung, hopp, und jetzt gehst du rum, genau. Gut. Der zweite Teil der Übung ist jetzt einfach ein bisschen schwierig, weil ihr jetzt praktisch in die andere Richtung geht. Nochmal, einmal kreuzen, auf geht's. Und hopp. Hopp, hopp, und rum. Gut. Und rumkommen.